Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play War Dragons von Raxelon. Ich habe mir gedacht, wir haben jetzt so viele Videos, wo man was lernen kann. Da kann man auch mal eins machen, wo man einfach nur spielt. Einfach nur ein bisschen rumballert, ein bisschen sich unterhält. So, leider habe ich noch nicht genug Follower, um sowas im Livestream zu machen. Aber vielleicht wird es ja irgendwann mal was. So, wie fangen wir das Ganze an? Also jetzt gucken wir mal, wir haben zu viel Holz. Dummerweise habe ich das Bauevent schon für beendet erklärt. Also es hat Mittwochabend angefangen und Donnerstagabend konnte ich es dann für zu Ende erklären. Heute ist Freitag früh. Schlimm, schlimm, schlimm. So, das sieht schon mal gut aus. So, ich habe in diesem Event 50 Level gemacht. Tatsächlich festgestellt, bis Level 75er Türme sind, wie nenne ich sowas eigentlich, ja, fürs Wachsen gebufft. Also die Timer, man braucht sehr viel weniger Timer dafür. So, hier ist jetzt Level 45, wenn ich das jetzt, den jetzt aufwerten wollte. Schauen wir mal, dann sind das 37 minus 9, sind 28 Tage. Und um von Level 74 auf 75 zu kommen, waren es 5 Tage. Einfach, damit man schnell auf dieses 100er, auf dieses 400er Level kommt. Das ist dieser Aufholmechanismus. Also bei Level 75er Türmen ist er dann zu Ende. Das gleiche gilt auch für die Zucht. Also dieser extreme Aufholmechanismus bei der Zucht. Hier waren es noch, wenn ich das gezüchtet habe. Wenn du es ausbringen, nein, das will ich nicht. Du besitzt diesen Drachen, ja, ich will jetzt mal kommen, weiter züchten. Ja, da haben wir es. So. Also hier sehen wir einmal züchten, also ein Eierfragment für diesen kostet 2. Anstelle von 20, was der volle Preis wäre, also nur 2 Eiermarken. So, und wenn ich dann auf den mythischen dieser Reihe gehe, wir sind jetzt bei empirisch. Wow, ich bin schon bei empirisch. Ich habe vor einem halben Jahr angefangen zu spielen mit diesem Account. Gehe ich jetzt auf empirisch, siehst du, dann sind es schon 6. Hat sich schon verdreifacht. So, das ist ein himmelweiter Unterschied, ob ich 30.000 für einen bezahle oder 90.000. So, aber gut, man soll ja, ach, ein bisschen noch. Ja, wir hatten wieder mal einen Krieg verloren, absichtlich übrigens. So, jetzt haben wir da noch ein bisschen was, da können wir hier noch ein bisschen was reinballern. Aufwerten, ja. Let's play War Dragons. So. Hier genauso, ab Level 75 vervielfacht sich das dann. Bis 75 sind es so 2 Stunden, um von 74 auf 75 zu kommen. Und dann werden das auf einmal 10 Stunden. So. Futter. Ja, Futter verblase ich eigentlich jetzt, indem ich hier Drachen aufwerte. Was haben wir da? Ah, den hier. Ausbilden. So, Heiltränke verwenden. Leute, passt mal auf, dass ihr bloß immer auf die Heiltränke geht. Ich hatte mal ein Event, ein Zucht-Event. Da ist mir ganz komisch geworden. Da habe ich einen großen Drachen, einen wirklich großen Drachen, mit Rubinen ein Level verpasst und dann waren mal 20.000 Rubine fort. Leute, das sind, grob gerechnet, 50 Goldkisten. Die ich da einfach mal so verblasen habe. Also immer aufpassen, was ihr tut. Ich habe meine Getränke vergessen. So. Einer geht da bestimmt noch. Ab Level 12 sind die züchtbar und dann geht er nämlich wieder weg. Und wird dann später, wenn stärkere Tränke da sind, voll aufgelevelt. So habe ich das übrigens auch mit den anderen gemacht. So, wenn man jetzt mal hier guckt, wir können ja mal einfach mal auf Drachen gehen. So, Drachen entfernen. Na, können wir den? Ja, den wollen wir jetzt mal entfernen. Oh, der ist irgendwie ist der geflogen.
Jo, wer weiß, wo ich den dazwischen gequetscht habe. So, jetzt gehen wir mal hier drauf. Also, ich habe das folgendermaßen gemacht. Ich habe immer nur das Minimum von diesen Drachen auf diese Drachen gemacht, sodass sie züchtbar waren, habe sie dann durchgezüchtet und habe jetzt im größeren Bereich, wo ich quasi dann millionenfache Heiltränke, XP-Tränke bekomme, habe ich die dann aufgelevelt. Ja? Und gerade so in Bau- und Zucht-Events hat man ja eher, Zucht-Events eher weniger, aber im Bau-Event gibt es ja Futter ohne Ende und da kann man die auch gut leveln. Man braucht halt nur die XP-Tränke, die man gucken, die man sich aus diesem Bereich hier besorgt. Drachenquests. So, und Goldkisten gibt es hier auch. Also alles getestet. So, Mission, was soll ich jetzt tun? Vier Basen erfolgreich. Oh mein Gott. So, nicht wundern, in meinem letzten Video, das war vor dem Bauevent. Da war ich noch 365 oder 64. Ja gut, ich habe nur 45 Dinger gemacht. So. Aber jetzt guckt euch doch mal hier sowas an. Das ist doch traurig. Ha? Der ist zwei Level stärker, also zwei Level höher als ich. Nein, der hat ein Zehntel von meiner Def, weniger wie ein Zehntel. So, das macht gar keinen Spaß. Hier. Und dann geht's gleich geht's wieder auf einen Schlag hoch hier. Schwarze Sonne, pass auf. Ach nee, das geht. Earl von Sack. Ja. Dich habe ich auch lange nicht mehr gesehen. Ja, jetzt testen wir. Ich flieg mal den hier mal. Ich habe heute eine Nachricht bekommen zu dem Thema, weil ich habe ja da auch das ein oder andere Video zu diesem Drachen gemacht. Der muss wohl in den höheren Leveln dann im Endgame ziemlich praktisch sein. Allerdings halt nicht in diesem Level hier. Da scheint er wohl der letzte Rotz zu sein. Woher ich das weiß? Nun, ich habe es getestet. So, so, das auch noch. Ja, flieg und zack, weg. So, den dran. Bam, 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 bam. So. Sollte jetzt kommen. Ach ja. Ach ja. Es gibt Besseres. Also, was so in seinem Levelbereich, in seinem Stärkebereich ist, das macht er noch weg. So. Kann man gucken, vielleicht kriege ich noch mal ein bisschen Gold. Gold! Yeah! Gold Member! So. Ich sage übrigens sehr viel so, das sind so Zwischenfüllwörter. Was nun? Das haben wir geholt, das ist da. Okay, wir können noch ein bisschen. Ist ja gerade Bauevent, da kann man auch mal ein bisschen Holz besorgen. Wie gesagt, es ist Freitag früh und es gibt schon wieder Holz en masse. Mehr als genug, mehr als ausreichend. Das ist echt, das ist manchmal traurig. Es ist immer wieder. Leute, ihr könnt froh sein, dass ihr jemanden wie Xander Claws, aka Raxylon habt. So, ich ändere meinen Namen übrigens regelmäßig. Momentan habe ich ihn wieder zurückgeändert. So, das hat ganz einfach den Grund, dass man mit dieser Namensänderung aus den Merklisten, also oftmals aus den Merklisten der Gegner rausfliegt. Deswegen empfehle ich in regelmäßigen Zeitabständen immer mal die Namen zu ändern. Ach Gottchen, komm, du schaffst das. Bitch, yeah. Oh, Coralla. Koralle. So, falls ihr euch wundert, warum dieser Koralle so aussieht, wie er aussieht, ich habe mir den Skin dazu geholt. Den gab es vor einiger Zeit.
Das ist so ein typisches Vaku-Reuler-Phänomen. Also der Wahn ist kurz, die Reue lang. Ich habe dafür Rubine ausgegeben, einfach nur damit er nicht ganz so scheiße aussieht. Jetzt tut er aber genau das. Er sieht von hinten, sieht er ganz spitze aus. Wenn man ihn allerdings von vorne sich anguckt, dann sieht er aus, als hätte er Klubschaugen. So tote Fischaugen. So, nicht sexy, nicht sexy. So, weiter geht's, komm. Wir machen das Lager voll und dann können wir noch mal ein bisschen bauen. Ach ja, obwohl die Preise alle sind. Das ist einfach so langweilig. Hope to you win. Okay, Hanjo. Hanjo, was hast du getan? So. Na gut, dann wieder den hier. Ich habe mich übrigens mal, habe mir den ganzen Scheiß mal genau durchgelesen, was der da so hat. Also er hat 50% mehr mehr Fluggeschwindigkeit als andere Drachen. Das heißt, er geht jetzt nicht in 1,5 Minuten durch, sondern in einer. Oder so. Bin heute nicht so auf Mathematik. Und ganz ehrlich, bei dem Spiel braucht man das auch nicht wirklich. Es sei denn, man möchte Atlas spielen, da sollte man das doch das ein oder andere wenigstens grob überschlagen können. So, und zacke. Fuck you, bitch. Oh. Okay, also es ist sehr schwer, diesen Drachen zu fliegen, wenn man spricht. Das ist nicht schön. Um es mit den Worten meiner Großmutter zu sagen, hier so dumsche. So. Das war polnisch. Klingt komisch, ist aber so. So. Hm. 1,5 Millionen Leute. Das ist eigentlich. Es ist schon schön, wenn man sowas wieder hat. So, weiter. Was können wir jetzt machen? Nichts. Alles ausgebaut. Was will der denn eigentlich fürs nächste Mal aufwerten? Was muss ich das auf? 418. Nee. Machen wir nicht. Lager ist voll. So, dann können wir das hier schön ausbauen. Erstmal abholen. Zack, ausbauen, aufwerten. Komm. Da geht noch was, da geht noch was. So, aufwerten. Warum mache ich das nun? Es hat überhaupt keinen praktischen Nutzen, dass ich diese Gebäude jetzt gerade in diesem Event noch auflevel. Ich könnte mir die auch zurückhalten, aber ich bin so ein wie sagt man das? Es gibt Menschen, die können einfach nicht abwarten. Ungeduldig. Ich bin ein sehr ungeduldiger Mensch. Wenn ich was haben will, dann muss das. Wenn ich was mache, dann muss das sofort sein. Es ist für mich verdammt schwierig, nicht zu züchten. Und wenn ich nicht gerade in einem Bau-Event, wenn ich gerade in einem Bau-Event bin. Ich habe nämlich noch Timer übrig, habe aber jetzt keine. Das ist das, was mich so ärgert. Ich habe nämlich keine Preise mehr übrig. Das heißt, das, was ich jetzt hier mache, ist eigentlich für die Katz. Völlig nutzlos, sinnlos. Also für das Event ist es sinnlos. Für mich persönlich ist es natürlich eine Errungenschaft. Also mir, da geht mein innerer Monk, der geht da, yeah, innerer Monk, yay. Weil man möchte ja die Türme auf dem Max haben. Und wenn man diese Türme irgendwann mal auf voll gemaxt hat, das ist das Schöne. Manchmal können nämlich hier diese Kacktürme hier, diese ganz einfachen, die werden überflogen. Zack, weg, bam, weg. So, und dann hast du die Teile hier, die dann ein Drittel deiner Basis ausmachen, also sagen wir 30%. Dann ist das völlig scheißegal, weil 30% ist die Basis trotzdem gekillt. Puh, das ist doof. Okay, kann man aber so lassen. So, was noch? Jetzt haben wir wieder Futter. Wir wollen ja auch das Futter loswerden. Ach, gucke mal hier. Guck mal, schau. Gucke mal, ey, gucke mal, schau. Ausbilden. EP transferieren, so. Bisschen was sollte er schon kriegen.
So, immer aufpassen, dass ihr auf Tränke verwenden geht, Leute. Es bringt absolut gar nichts, wenn man da aus Versehen den falschen Knopf drückt. Ja. Aber was noch geiler ist, als sowas auszugeben, wenn, wie ein Kumpel zum Beispiel, der hat es geschafft in diesem Game, hat seinen ersten, war auch in einer Winterseason, 2 Jahre her, hat seinen ersten mythischen Drachen bekommen und hat genau den falschen gewählt. Wie auch immer der das gemacht hat. Aber hey, Anton, geile Geschichte. So. Ja, der wollte sich das angucken und auf zurück, anstelle von zurück hat er auf bestätigen ist er gegangen. Ja, und dann hat er, ne? Da waren genau zwei Drachen, einer war scheiße, einer war nicht ganz so scheiße und er nimmt den, der richtig scheiße war. Ja, weiterfliegen. Ja, flieg mal weiter. Nicht so lange aufhalten. So. So. Es macht eigentlich überhaupt keinen Spaß, schwächere Gegner anzugreifen. Ja, wenn sie jetzt, wenn man auf Ressourcenjagd ist. Oh Gott, Dennis. Und hier gleich wieder 18. Ich hab's geahnt. Das ist so krank. Echt. So. Also da muss ich noch gute 100 Level machen und das dauert lange. So diese von 400 auf 500 dann zu kommen. Es gab eine Zeit, da war Level 200 schon viel. Boah, Level 200, das müssen Götter sein. Und heute so, ach, Level 200. Püh. Was will der denn da unten? So, BF09 lassen wir mal schön weg. Aber Steel Panthers, was hast du für Türme? Echt jetzt? Es geht mir eigentlich gar nicht so sehr um die Ressourcen. Einfach nur um das, könnte er das schaffen. Habt ihr gerade gesehen hier die Augen von dem? Das war wie ein toter Fisch. Ich hätte ja gefeiert, wenn sie Scorpa jetzt da gehabt hätten. Als Wiederbesorgungsdrachen. Weil Scorpa war echt der Hammer, Leute. Was zur Hölle? Ach, da hat sich die Automatik ausgeschaltet. Ich hasse das. Das ist das Einzige, was mich an diesen Drachen wirklich aufregt. Dass ich halt gerne mal die Automatik einfach so ausschalte. Zack, weg. Zack, da. Fick dich. Wow. Alter Falter. Ja, das sind halt die Kristalltürme. Kann ich mir erst ab nächster Season leisten. Diese Season noch nicht. Und nächste Season weiß ich auch noch nicht. Es muss da ein bestimmtes Ding sie sein, weil ich brauche immer zwei Drachen, Leute. Ich brauche immer zwei Drachen, die im Wechsel fliegen können. Damit ich genug Kisten beizerre. So, was haben wir jetzt hier? Ach, das ist nur der. Oh, da schickt man mal Balam. Komm, Balam. Oh, du warst anscheinend noch aus dem PvP-Event übrig. Was bist du? Du bist ein hier Krieger. So, und bam. So. Also bist er ein Balam. Aber der sieht schon süß aus. Wie so ein fliegender Leopard. Oh, will haben. Ein fliegender Legopard. So, also Lego-Part. So, wieder Futter genug. So viel Futter auf der Welt. Damit könnte man doch glatt ein noch irgendwas ernähren. So. Dann machen wir mal einen kleinen Flug.
Guru, 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 Guru. So, das schaffen die Drachen nämlich alleine. Deswegen ist es immer wichtig, dass man die im Wechsel hat. Einfach mal angreifen, einladen, fliegen lassen. Und das Ganze auf Automatik, wie gesagt. Schauen, haben wir die Automatik an. Das ist immer wichtig, Automatik anschalten bei sowas. Und dann soll er sich da in Ruhe kämpfen. Ich finde das toll. So, immer schön. Dann nächste Runde nimmst du dann den nächsten Drachen. Von der Sorte Wurzelwelle. So, jetzt könnten wir eigentlich über, hier oben zeigt es wieder nicht an. Oben wird gerade nicht angezeigt, also müssen wir dann raus aus dem Spiel. Das ist was, das hat PG irgendwie nicht in den Griff gekriegt. Das habe ich jetzt wirklich, seit ich dieses Spiel kenne, habe ich das Problem, dass dieses Teil immer mal da ist und nicht. Und dann wieder verschwindet. So, 200. Ja, cool, okay. Er hatte Koralle anscheinend doch ein bisschen mehr abgekriegt eben. Ja doch, stimmt, da war ja der eine Schlachter. So, und angreifen und dann einfach mal fliegen lassen. So. Nun, es ist Winter, ich habe ein wenig Rotz. Aha. Ja, war klar, sie schickt mir ein Bild. Wundert mich, wenn sie ein Foto. So, was macht er? Ja. Guck mal, das macht er ganz alleine. Wie gesagt, also diese Automatik ist echt toll. So, jetzt zeigt er das wieder nicht an. Ach ja. Guten Morgen, sagt er. Leute, es ist. Wie spät ist es? Gleich um eins. Guten Morgen. Ja, gut. Kommt halt drauf an, wo er herkommt, ne? So, morgen. So, dun 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 dun. Ja, anscheinend. Ja, dann. Mal später weiter, mach jetzt weiter. So, ist eigentlich egal. Atlas machen wir dann auch noch. Wenn man die Aufnahme hier wenigstens mal auf Pause drücken könnte, aber nein, das ist alles. Ach Gottchen. Oh. Oh, das sieht doch sexy aus hier. 3,8 und 3,9, das sollte eigentlich ganz gut gehen. Und gerade mit Gilas, also der ist schon hammermäßig unterwegs. So, da kann er gut ausweichen. So, mir wurde halt gesagt, dass die Kleinen hier, die Discount-Drachen wie Gilas und Koralle, zwar bei in den unteren Leveln, also alles was unter Level 500 ist, ganz gut sind. Allerdings bei den höheren, wenn man dann so
Level 500 plus ist, dann sollen sie wohl anscheinend mit den Türmen Probleme haben. Nun, das kann ich jetzt nicht beurteilen, weil ja, mir fehlt da irgendwie eine Referenz zu. So. Okay, bam, weg, ja. Oh ja, das noch aufladen, schnell aufladen. Zack, zack, zack. Bam, Platz ist weg. Ja, so ist es gut. Und das auch noch. Gib's ihm. Das war übrigens das, wie bei einer Dampfmaschine, wenn so das, die Arbeit getan ist, so dieses. So. Sage mir. So, 1,8 m Holz. Ich und mein Holz, ich und mein Holz. Also, wenn man so verbessern könnte. Ui, 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 ui. Okay, dann sagen wir mal. Ich versuch's. Juhu. Ja, das mit dem Schreiben, das ist so ein Problem, gell? Wurstfinger und kleine Tastatur. So, mal anschauen. Wir können den zwar nicht zerstören, also nicht angreifen, aber wir können uns die das so ja angucken. Oh Gott, das, nein. Ach du Scheiße. Oh Gott. Oh mein Gott. So. Schau dir bitte mal die YouTube-Videos von Raxylon an. Da gibt es eins, Anführungsstriche, Bauplan bauen bis Level 35. So. Deine sollte aussehen wie meine erste Insel, wo die Farmen drauf sind. Ja, ich weiß, Kommas. Vielleicht mal ein paar Kommas verschicken. Ja? So. Das sind quasi Ersatzkommas. So, da, 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 da. Okay, das sieht gut aus. Ich will nicht zum Lager, verdammte Axt, das wird eh nichts. So, was ist da? 10 Stunden? Ja. Ganz wichtig, Leute, dass ihr die Forschung im Auge behaltet. Immer schön forschen. Forschen, forschen, forschen. Jurum forscht. So. Da gibt es zum Beispiel, gibt's immer so schöne Sachen wie zum Beispiel mehr Kriegermunition, stärkere Angriffe für Zauberer, Krieger, normale Drachen. Man kann auch Lagererweiterungen oder XP Plus machen. So. Das ist alles hier mit drin. Da bei der Forschung. Hier dieses, da wo jetzt die 10H stehen. Das Gebäude. So, da geht noch was.
Da geht noch was. Da geht noch. Yeah. Okay, so, das war mein allererstes Let's Play. Ich brauche echt mal Feedback von euch, Leute. Wenn euch das gefällt, dann abonnieren, teilen, liken. Liken ist wichtig, Leute. Oder schreibt einfach mal einen Kommentar so, hey, klasse, mach weiter so. Oder so ein Scheiß kann ich mir nicht antun. Ich gehe sowas in der Richtung. Ja, aber nicht einfach, klar, ihr könnt es auch einfach gucken. Freut mich auch. Sieht man ja dann an den Zahlen, ob jemand geguckt hat. Also dann, in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Tschüss.